Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Mal schauen, ob die Frau Konopatzki schon da ist. Ja, da ist sie. Während die Antje reinkommt, baue ich den Stream auf in die Facebook-Gruppe. Hallihallihallo. Da bist du ja. Ich sehe dich noch nicht. Ich muss mich gerade noch auf Facebook konzentrieren, Alles gut? dass wir auch wirklich in der Lounge landen und nicht sonst irgendwo. Antje, du kannst dich ja schon mal vorstellen. Was machst du hier? Was machen wir hier heute Abend? Ja, was machen wir hier heute? Abenteuerliches machen wir hier heute. Wir stellen nämlich vor, was ihr in eurem Business durch eure Geburtsdaten und die damit verbundenen Metacodes alles erfahren könnt. Und das ist magisch. Oh ja, Und das macht stimmt. überhaupt keinen Spaß, Nein. ne? Oh, und das Thema scheint total spannend für ganz viele zu sein. Wir haben ganz viele Anmeldungen heute, schon alleine auf Zoom. Wie schön ist das? Und wie Ja, wird ja, es noch besser ja. werden? Wie wird es noch viel, viel besser als das? Genau. Jetzt habe ich uns beide nebeneinander. Auf Hast du dich Facebook genau. eingeschwungen mit Rot heute? Genau, ich war schon vorhin mit Annette im Partnerlook und wohlgemerkt, wir sind alle nicht abgesprochen miteinander. Das ist einfach die Magie. Jetzt sind Und wir da. weißt du, dass wir heute Wintersonnenwende feiern können hier in diesem Oh Raum? ja, Warte mal, sehr schön. ich muss mal den Chat anmachen. Ihr Lieben, ihr dürft dann wieder Fragen stellen, gell? Ihr dürft hier munter reinschreiben. Ihr dürft gerne mal reinschreiben, wo ihr herkommt, wie es euch geht, welche Fragen ihr habt an das Human Design. Kennt jemand von euch schon? Irgendwie kommt hier nichts. Warum kommt hier keiner? Doch, alle dürfen 15 chatten. Teilnehmer sehe ich. Ja. Nee, nee, ich meine, im Chat meldet sich keiner. Da, der Da Leo. sind sie. Leo, Leo, Leo. Juliane ist auch da. Super. Gut, ich baue jetzt mal den Chat hier rüber, dass ich das sehe. Und dann gehe ich nochmal in die Facebook-Gruppe und schaue, ob da auch noch jemand kommt. Genau. Ich sehe den Chat auch. Also ich kann auch dann drauf eingehen, wenn eine Frage von euch da ist, ne? So, drüben läuft es auch. Hallo aus Schopfheim, die Almut ist da. Almut, dich habe ich lange nicht mehr hier gesehen. Ist aber schön, dass du kommst. Die Ute, Marina. Also einige von euch sind noch gar nicht in Human Design bewandert. Wahrscheinlich total gespannt, was wir hier heute erzählen. Einige kennen es. Sehr, sehr cool. Genau. Also jetzt stelle ich die Antje noch mal vor, was Antje hier macht. Viele von euch wissen, dass Antje schon mal meine Kundin war. So ist es. Oh, und dass vor 2 Jahren sind wir aufeinander getroffen, oder? Fast Während drei mittlerweile. Fast fast drei. drei, Kennen boah. wir uns schon, ja. Also ich kenne dich schon länger, weil ich habe dich ja schon in der berühmt-berüchtigten Funkelgruppe Mittwochs live erleben dürfen und da habe ich dich kennengelernt und bin dann zu deiner Kundin geworden. Genau. Und dann war die Antje ein Dauerbrenner. Ich denke mir, was will sie denn noch alles bei mir buchen? Nimmt ja alles mit. Cool. Naja, wir hatten Spaß. Ja, stimmt. Oh Wir ja. hatten Spaß. Sag jetzt nichts Falsches. Genau. Und das letzte Mal haben wir uns im Coaching gesehen im Januar, als wir im Retreat auf Teneriffa waren. Und da hattest du mir erzählt, dass du in Human Design ausgebildet wirst. Dass Das das kann ich. losgeht im Februar, dass ich das vorhabe. Ja, Ja, genau. ja, ja, ja. So, und ich dachte mir, oh, wie cool, das wollte ich eigentlich auch schon immer mal wissen, aber ich bin zu faul, mich damit zu beschäftigen. Und vor kurzem ist das wieder Thema bei uns geworden. Und ich habe so viel darüber gehört, dass man aus dem Human Design Persönlichkeitstypen auch ablesen kann, wie man sich im Business verhält, was man für eine Zielgruppe anziehen kann, wie man sich positioniert. Und ich war so, nachdem ich mich ein bisschen beschäftigt habe damit, das war so vor 3 Monaten, 2, 3 Monaten, ich habe gesagt, ich will das unbedingt jemanden im Team haben, der sich damit auskennt.
Und der unsere Masterclassler und meine überhaupt meine Kunden, auch VIP-Kunden, wollen das ja jetzt auch unbedingt alle haben. Warum wohl? Total uninteressant deshalb, ne? Unbedingt unterstützen. Ja, wisst ihr warum? Weil das so, weil es wird so leicht für jeden Einzelnen, wenn er sich selbst erkennt und wenn er das auf schwarz auf weiß sieht, wie er tickt. Also ich selber war von mir begeistert. Boah, das gibt's ja gar nicht. Alles, was da steht, lebe ich zu 100%. Und ich habe mir, kennt ihr das, dass ihr euch so Gedanken macht, oh, soll ich wirklich mit dieser Zielgruppe arbeiten? Soll ich dieses Angebot rausbringen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Soll ich lieber Einzelcoaching machen oder Gruppen leiten? Das kannst du alles in deinem Human Design nachlesen, was das Richtige für dich ist. Stimmt's, Antje? So ist das. Ja. Ich nenne es gerne die Metacodes, weil die sich aus vielen Bereichen zusammensetzen. Es sind ja die astrologischen Geburtsdaten schließlich. Und dann hat sich daraufhin aufgrund des Buch der Wandlungen aus der chinesischen Astrologie das Human Design entwickelt in den 80er Jahren und nochmal darauf aufbauend dann die Gene Keys in den 2000er Jahren. Und das ist eigentlich alles aber bezogen auf die astrologischen Daten schlechthin. Und Human Design ist so ein bisschen dein, ja, dein Higher Self, deine Möglichkeiten, deine Gaben, deine Talente, die werden dargestellt. Und in den Gene Keys wird das nochmal schön, ich finde, in einer sehr schönen poetischen Sprache nochmal in eine Fassung gebracht, die dann wie so eine Art Trainingsplan die Dinge für dich aufbauen kann. Und das ist gerade gut im Business. Genau. Also wir werfen hier mit Wörtern rum, die musst du dir jetzt heute alle nicht merken, ne? Was Gene Keys sind und Pearls und Zentren und Kanäle. Und also wenn du auf dieses Chart guckst, das ist schon wild. Ich habe es gleich wieder zugeklappt und gesagt, gib mir die Auswertung. Ja. So. Also bei den ersten 2, 3 Berührungspunkten ist das einfach so. Absolut. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Also wir können... Andi, wir haben uns natürlich mal wieder nicht abgesprochen. Wir machen jetzt einen bunten Talk hier. Genau. Wir haben dazu auch schon eine Frage bekommen, sehe ich gerade im Chat. Da wird nämlich schon gefragt, Wiebke fragt, sie ist gespannt, wie sie als Projekt, ich nehme an, es geht um dich, Wiebke, wie eine Projektorin mit nur 2 gefüllten Zentren Business und Marketing macht. Ja! Schöne Frage. Werden wir darauf eingehen. Warte bitte bis zum Schluss, dann gibt es vielleicht noch ein cooles Angebot. Speziell auf deinen Fall. Lass uns doch mal, Antje, lass uns mal so anfangen, dass wir gucken, wie ist es entstanden. Also was greift da ineinander? So ein Überblick. Hast du ja gerade schon mal angerissen. Genau, das reicht schon fast als Überblick. Genau, welche Typen gibt es? Also in welche Typen wird es unterschieden? Ja. Und was kann jeder Typ so für sich mitnehmen? Also an Grundaspekten, weil es ist ja wirklich, wie ich mitgekriegt habe, jeder einzelne Mensch sehr individuell zu betrachten, weil keiner passt in eine Kategorie Marketing-Typ, sondern es ist wirklich total, es geht so tief, das ist so krass. Ich bin so begeistert, was wir aus unseren Kunden rausholen, wie sie ticken. Mhm. Und dann können wir ja, wenn wir die einzelnen Typen mal durchgehen, Beispiele nennen, die ich so kenne aus meinen Coachings oder auch an mir erklärt oder an dir erklärt, dann könnt ihr euch darin vielleicht wiedererkennen, weil das ist hochspannend. Ja, und das ist wirklich auch eine schöne Sache, die du da sagst, dass es so schön individuell ist. Ich sage auch immer gerne, jeder ist einzigartig, jede Geburt bringt die entsprechenden Metacodes in eine ganz neue Verknüpfung. Da gibt es zig Kombinationen, weil es ja alleine in diesen sogenannten Toren im Human Design schon 64 gibt. Und dann gibt es diese Verknüpfungen damit mit den verschiedenen Zentren. Und wie Wiebke schon so schön schreibt, ist es ja manchmal gefüllt, so ein Zentrum, und manchmal nicht. So sieht also letztendlich, auch wenn zum Beispiel als Typ mehrere Menschen der gleiche Typ sein können, sieht dann von jedem Einzelnen aber das Chart und auch die entsprechende Aussage daraus dann doch sehr, sehr individuell aus. Oder man kann da sehr schön die Feinheiten von der Stärke, von den Gaben und den Talenten mit den Marketing-Tools, mit den dazu bestimmt passenden Kunden dann eben verknüpfen.
Das und für die richtigen Teampartner, die Aufgaben raussuchen, was solltest du machen, was solltest du delegieren, wo, also welche Businessarten gut zu dir passen. Und brauchst du vielleicht Partner an deiner Seite oder bist du eher der Leader, also die alleinige Unternehmerin? Ja. Und die musst du dir ganz gar nicht mehr, wenn du das Human Design kennst, das Business Reading hast, dann musst du das gar nicht mehr alles alleine überlegen, weil du wirst ständig bestätigt in dem, was am besten zu dir passt. Und das ist, also es ist wirklich so. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, mein Human Design zu bekommen, weil ich immer Angst hatte, dass ich dann in so eine Schublade geschoben werde. Das Aber wird auch dann, leider gerne gemacht. ja. Und da muss ich wirklich auch vorwarnen. Da werde ich mal kurz ernst, weil es hat nichts, auch wenn wir hier vielleicht auch viel über die Typen sprechen werden, weil die so der Überbau von den ganzen sind. Es ist keine Entschuldigung dafür, wie irgendwas zu laufen hat. Also Business muss man auch mal klar sagen und das Leben lässt sich auch ohne Human Design leben. Aber wie Loriot schon zum Mops sagte, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber nicht sinnvoll. So sehe ich das mittlerweile mit dem Human Design und den ganzen Metacodes drumherum. Und da gibt es auch immer mehr, was ich noch dazulernen werde in den nächsten Jahren, was ich dann immer wieder weiter mit einbauen werde. Also das wächst und gedeiht, weil so viele Details und einzelne Potenziale zu entdecken sind. Und von daher ist es, wenn man es so betreibt, dass man, wie du sagst, so in die Tiefe geht, dann entdeckt man eben Bestätigungen, man wird sicherer in sich selbst, man entdeckt, wie man Entscheidungen fällt, man kann Dinge schneller umsetzen, weil man sich darauf verlassen kann, dass das für einen auch so gebaut ist. Und dann ist es eine Kraft und eine Stärke im Hintergrund. Aber es ist nicht dafür gedacht zu sagen, ich bin ja ein, wenn wir jetzt diese fünf Typen im Human Design mal ansprechen und den häufigsten nehmen, das ist der sogenannte Generator. Also ich bin ein Generator und deshalb kann ich nur XY machen. Das wäre eine Schublade. Genau. Oder ich bin ja ein manifestierender Generator, ich fange alles an, aber bringe nichts zu Ende. So bin ich nun mal. Ja, genau. Das sind Oder die ich bin ein Ausreden auch Projektor und wieder. muss immer viel Pausen machen, ne? Um Genau, auch und das nicht stimmt. ich darf ja auch ungefragt Bemerkungen machen und bewerten und Kommentare abgeben. Aber das sind schon Details, die vielleicht nur auch die noch nie was davon gehört haben, gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Lass uns mal einsteigen. Jawohl. Ja, wir fangen an, würde ich sagen, mit den fünf Typen, die beschrieben sind aus dem Human Design heraus. Und das sind die häufigsten, sind die wir schon genannt haben, sind der manifestierende Generator und der Generator. Die bilden zusammen schon circa 70% der Bevölkerung momentan aus. Es wird sich jetzt ein bisschen wandeln, weil es vom Buch der Wandlungen her und von der ganzen astrologischen Daten her darauf hinweist, dass auch die selteneren Typen, nämlich der Projektor, der Manifestor und der Reflektor etwas häufiger werden. Das liegt daran, dass wir eine Zeit anstreben, wo auch aus dem Chaos heraus wieder Neues geboren wird. Die manifestierenden Generatoren und Generatoren sind sozusagen die Kreateure und Umsetzer. Das sind die, die einfach das Spiel am Laufen halten, sage ich immer. Und die anderen drei Typen sind eher im Trainingsbereich, im Mentorenbereich und auch dann eben im Beobachterbereich. Und das sind schon Leading-Positionen auch zu finden. Und gerade vom Reflektor, der gar keine Zentren, so heißt es im Human Design, da gibt es 9 Zentren. Und wir hatten gerade schon diese farbigen und nicht farbigen. Und dieser Reflektor hat alles nicht farbig. Und das ist eine Besonderheit, die es dem Reflektor schwierig machen kann, durchs Leben zu gehen, weil er keine eigene Energie hat, die ihn antreibt, sondern undefiniert bedeutet, dass man von außen die Energie in sich aufnimmt und dann wieder spiegelt. Das ist das Reflektieren, deshalb heißt derjenige auch Reflektor. Und auch beim Projektor ist das so, der hat häufig nicht sehr viele Zentren definiert und von daher ist da auch mehr Projektion häufig im Spiel, als nur die eigene Energie darzustellen. Und der Manifestor ist derjenige, der innovative Dinge macht, der einfach den Ball ins Feld wirft. Ich möchte das mal ganz gerne mit einem Spiel
Oder mit einem aus dem Sport mache ich ganz gerne, so habe ich es auch gelernt, den Vergleich, damit kann man sich ein schönes Bild schaffen. Also dann würde man den Reflektor nämlich als Beobachter und Schiedsrichter sehen, der sich die Regeln anschaut, werden die eingehalten und vielleicht auch eine Regel neu entwirft, damit das Spiel gut gelingen kann. Der Projektor ist eher am Spielfeldrand. Der ist sozusagen der Trainer und der schaut genau, was sind die Hebel, um irgendetwas zu verbessern, was kann jeder Einzelne vielleicht tun, um noch optimaler im Spiel wirksam sein zu können. Und das spiegelt sich natürlich auch schlussendlich im Business wider, diese ganzen Beschreibungen. Und der Manifestor ist derjenige, der einfach ein neues Spiel kreiert und alle anderen, die manifestierenden Generatoren und Generatoren, stehen dann auf dem Spielfeld und sagen, ui, da hinten gibt es ein neues Spiel, da muss ich hin. Und antworten darauf, auf das, was der Manifestor tut, nämlich er schmeißt den Ball in die Menge. Und die manifestierenden Generatoren haben dann die Besonderheit, die sind eher so der Spielmacher, die sind sozusagen der Kapitän der Mannschaft, weil die so eine Übersicht haben über das ganze Spielfeld und die Dinge so richtig umsetzen in einer unheimlich großen Geschwindigkeit. Und die Generatoren sind die, die das Spiel auf jeden Fall gut am Laufen halten können, die aber eigentlich eine Spezialposition meistens innehaben. Das spiegelt sich auch wieder im Business, dass die meistens Experten in einem bestimmten Thema sind, so wie ein Linksaußen auf dem Fußballfeld eben seine Position besonders gut spielen kann. Das sind sozusagen cool. Die verschiedenen Rollen, die man da einnimmt. Und wenn ihr jetzt zugehört habt, wo würdet ihr euch zuordnen? Weil einer von denen müsst ihr ja sein. Ja, manchmal hat man schon ein Gespür dafür und weiß es noch gar nicht. Das ist spannend. Also ja. Zu mir sagen, ich habe überhaupt noch nichts davon gewusst. Da haben sie immer gesagt, du bist bestimmt ein manifestierender Generator. Du schmeißt den Ball und dann hältst du auch alles am Laufen, dass das auch umgesetzt wird. Genau. Wobei, wie gesagt, der Manifestor ist eigentlich eher der den Ball schmeißt, der eine Innovation in Gang ruft. Aber natürlich sind auch die anderen Typen alle miteinander Kreateure des Lebens. Das ist ganz klar, das sind wir alle. Ja. Aber der Manifestor ist eher wirklich so der von hinten vielleicht so der Torwart, der so den Ball, ach, jetzt schmeiße ich den mal in die Ecke. Und die Generatoren und Manifestoren entscheiden sich, laufe ich da hin oder laufe ich da nicht hin? Bringt das für mich was? Und dabei ist dann der manifestierende Generator nach derjenige, der vielleicht auch noch das Spiel im Blick hat und genau weiß, wo er schnell jetzt noch hinlaufen könnte und die anderen noch mit animieren könnte. Und die Generatoren, die sagen, aha, der Ball ist da hinten, da ist der Rechtsaußen, ist nicht meine Rolle, ich bin Linksaußen, ich gehe da nicht hin. Cool. Super erklärt, oder? Schreibt mal eine Eins rein, wenn euch das gefällt, wie Diantje das erklärt hat. Also so einfach, in so einer kurzen Form hat es mir noch nie jemand erklärt. Das habe ich Gott sei Dank bei einer guten Lehrerin auch erfahren dürfen, ja. Das ist also wirklich, die Metacodes in der Tiefe erfasst, ist auch wirklich was Besonderes, was, glaube ich, so im deutschen Raum auch nicht so häufig gelehrt wird, ja. Nee, ist richtig cool. So ist es. Ja, schön. Ich sehe schon die Einsen rollen. Oder sogar eine Elf. Die Meisterzahl. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, und wie gesagt, der Projektor ist dann der Trainer und der Reflektor der Schiedsrichter, um das auch nochmal kurz abzuschließen. Ah. Und die Rolle der neuen Regeln im Leben und die Rolle des Aufpassens vielleicht auch, dass die Regeln gehalten werden, wird ein bisschen zur Weltordnung mehr dazu gehören. Es geht wohl astrologisch gesehen in diese Richtung. Das sind meine neuesten Informationen aus meinem Ausbildungsbereich. Und das bedeutet tatsächlich, dass auch schon mehr Reflektorenbabys da sind und es mehr als nur 2% der Bevölkerung zukünftig werden, die dann also ganz gut diese Beobachterrolle und Reflektorrolle einnehmen können. Es ist natürlich in einem Coaching, um aufs Business zurückzukommen, sehr, sehr schön und auch sehr besonders, wenn man einem Reflektor begegnet, weil man fühlt sich sofort gesehen, der reflektiert die guten und die schlechten Seiten alles von einem und kann es einem dann wieder zurückspiegeln sozusagen. Ne? Von daher ist das eine sehr interessante Rolle, die dem Reflektor dazukommt. Und dann ist der Manifestor wiederum derjenige, der sagt, hey, ich habe hier die Ideen und bring die einfach aufs Feld. Der Manifestor hat da eine Besonderheit, der ist auch nicht sehr häufig, der ist so momentan 8-10%. Es wird auch ein bisschen mehr werden. Und Reflektor haben wir da, Sibylle Reflektor,
Und die Ute schreibt, das finde ich sehr anstrengend. Jetzt weiß ich nicht, was sie damit meint. Das Reflektor-Dasein, ja, es kann auch anstrengend sein. Vielleicht, wenn du das meinst. Ansonsten schreib es gerne nochmal rein. Ja, weil er immer alles reflektieren muss. Wahrscheinlich auch so ein bisschen den Zwang dazu hat. Ja, kann sein. Kann sein. Und weil er auch abhängig ist von den anderen. Oder ist das eine Bewertung von mir? Das ist eine Bewertung, weil der Reflektor ist sehr gut selber in der Lage, wenn er gut im sogenannten Alignment ist, also in der Balance ist mit sich, dann ist er natürlich sehr gut in der Lage, abzufragen, was nehme ich von den Energien auf und was lasse ich raus. Cool. Wenn man sich jetzt, sagen wir mal, um mal kurz einen Abschweif auf die Zentren zu machen, vorstellt, dass alle Zentren offen sind oder die offenen Zentren sich mal anschaut, dann ist es so, dass die dass man das so sehen kann im Vergleich zu den definierten Zentren, das sind diese farbigen, wer schon mal so ein Jupendesign-Chart gesehen hat, dass diese Zentren, die offen sind oder weiß eben, nicht farbig sind, dass die sozusagen wie so ein Radiosender wirken. Also die nehmen die Musik auf, die andere machen mit ihren definierten Zentren. Ein definiertes Zentrum ist sozusagen, aha, das ist mein Orchester, das ist mein Instrument und das spiele ich in einer bestimmten konstanten Energie. Und wenn man ein offenes Zentrum hat, dann bekommt man das eben mit und schaut, was nehme ich davon auf, weil manche Zentren haben ja auch dann diese Gates, diese Tore aktiviert und können sich dann ja auch verknüpfen mit jemandem, der da vielleicht definiert ist in dem Bereich oder der wiederum in einem anderen Zentrum undefiniert ist, wo man definiert ist und wo dann das Spiel sehr schön auch wieder zusammenpasst. Und so geht's. So geht's, ne? Genau. Habe eine Session mit dir gebucht. Danke für dein Vertrauen, Sibylle. Das freut mich sehr. Freut mich auch. Das Ding ist, Sibylle kommt uns gerade zuvor. Wir machen am Ende ein Angebot, wie man uns beide im Doppelpack buchen kann. Ja, für ein Business Reading und deine Strategie fürs nächste Jahr. Ja, noch also viel mehr wird möglich. Die Seite des Human Designs von Antje, sie bringt den Human Design Aspekt rein und ich meine Strategieberatung und die Business-Kreationserfahrung. Wir beide im Doppelpack machen da ein richtig tolles Paket draus für deine ersten Schritte im nächsten Jahr, wie du dich ausrichtest. Genau. Und seitdem wir das nur darüber gedacht haben, fliegen bei uns die Buchungen rein. Wie blöd. Weil natürlich meine Expertise mit deiner hervorragenden Expertise der Energiearbeit. Das ist nämlich das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Es können nämlich die gesunden, also die Zentren, wo wir gesagt haben, da sitzt die Energie drin, die kann man gesund leben und ungesund leben. Und da ist es wurscht, ob das jetzt ein definiertes oder ein undefiniertes Zentrum ist. Dahingehend auch die Frage zu Wiebke. Du kannst eben auch mit vielen undefinierten Zentren gesund oder ungesund agieren und du kannst mit den definierten Zentren gesund oder ungesund agieren. Es ist nur eine andere, etwas andere Art des Umgangs. Es ist sozusagen ein anderer Blickwinkel, aus welchen Zentren heraus du wie agierst. Und diese Energiearbeit, ich glaube mal, das ist ja wohl Andreas' super Expertise, noch dazu verknüpft mit genialen strategischen Tools, die dann dazukommen, nicht wahr? Stellt euch vor, ihr nehmt eine Konditionierung bei euch wahr, in einem undefinierten Zentrum. Ne? Bei den undefinierten Zentren, so viel weiß ich jetzt schon, sind diese die Bereiche, wo wir oft Konditionierung haben, auf die wir achten dürfen. Die löst die Rand auf. Die Konditionierung, dass ihr euch erlaubt, und ich habe es jetzt so verstanden, das undefinierte Zentrum ist auch etwas, womit du empfängst, also du empfängst da etwas und machst dann etwas damit. Das definiert ist zum Beispiel bei mir die Kehle. Ich quassel total gerne, das setze ich bewusst ein. Also ja, komisch, dass ich jede Woche hier Mittwochs live mache, weil ich so gerne vor der Kamera bin und gerne spreche. Das ist das definierte Zentrum Kehle. Ne? Und welchen Zufall habe ich auch. Ja, wir sind ja auch beide manifestierende Generatoren, by the way. So, und im Übrigen, Sibylle, du kannst upgraden, wenn du das haben möchtest. Uns im Doppelpack müssen wir einfach mal sprechen. Genau. Alles lässt sich lösen. Es gibt für jeden Weg eine Lösung. Und was möchte ich damit sagen? Was ich so genial fand, weil wir machen das jetzt seit 4 Wochen, ne?
vor 4 Wochen war, glaube ich, das Retreat, wenn nicht gar vor 3 Wochen. Und ja, da haben wir für die Leute, die einen Strategietag gewählt haben mit uns, um sich auszurichten aufs neue Jahr, sie haben alle ein Reading bekommen. Und anhand des Readings, des Human Design Readings, haben sie erkannt, wow, jetzt weiß ich, warum ich diese Sachen, warum mir die so schwer fallen. Ich kann sofort die Entscheidung treffen, das abzugeben. Ja. Und das war so krass. Oder eine andere Frau, jetzt verstehe ich, warum ich die ganze Zeit schon einen Podcast starten wollte. So, weil sie die Kehle definiert hat und so gerne quatschen möchte und auch kein Problem damit hat, rauszugehen und vor vielen Menschen zu sprechen, weil es auch ihre Aufgabe ist. Also du liest ja auch deine Mission ab, wo du deine Geniezone hast und es bestätigt dich nochmal in deinen eigenen Ideen und das ist eine Schatzkiste, das ist unglaublich. Ja. Antje, fällt dir noch ein Beispiel ein, wie das noch bei einer Kundin so, du hast doch gestern und heute schon Readings gehabt, wieder mit. Ja. Also da ist es definitiv auch zum Beispiel gewesen, dass so diese, dass immer wieder, so habe ich es auch bei meinen anderen Kunden und auch bei den beiden war das ganz stark, dass sie sich erkennen, dass sie einfach erkennen, oh ja, so habe ich auch vielleicht mal früher agiert, im positiven Sinne, hab das dann aber, weil irgendwelche Konditionierungen dazu kamen, schlechte Erfahrungen gemacht wurden, andere Menschen eben nicht so reagiert haben, wie man es gerne gehabt hätte, man irgendwo auch mal vor die Pumpe geflitzt ist, wie ich immer so schön sage. Und dann zieht man sich zurück und lässt diese Fähigkeiten brach liegen, weil man sich selber nicht mehr vertraut. Und das ist bei allen immer wieder diese Erkenntnis, oh ja, oh, dann darf ich das doch wieder auspacken. Das hat ja viel auch mit Erlaubnis zu tun, ne? Was wir also aus unseren ganzen anderen Werkzeugen und Schatzkästchen mit den Leuten, wenn wir coachen und arbeiten, auch immer wieder ja sagen. Und diese Reading-Erkenntnisse, die führen die Leute da rein, und das war jetzt auch bei deinen beiden Kundinnen dazu, sich wieder anzuschließen an diese eigene Kraft, sei es jetzt zum Beispiel bei der einen, dass sie eine Führungskraft ist, ne? Dass sie einfach sagt, ich stehe wieder dazu. Also sie hatte eine Firma, wo sie Führungskraft war. Sie hat eine Firma mit mehreren Angestellten gehabt. Und diese Firma hat sie abgegeben, weil sie sich da nicht mehr in der Lage gesehen hat, dazu die weiterzuführen. Und hat dadurch aber auch in Zweifel gezogen, dass sie führen kann. Und das ist jetzt wiedergekehrt durch das Reading, dass sie wieder sich vertrauen kann, dass das in ihren Metacodes geschrieben steht, dass sie eine starke Führungspersönlichkeit ist, die jetzt eben in ihrem jetzigen Herzensbusiness, was sie führen möchte, eben durch Vorbildfunktion, nicht durch Autorität, sondern durch Vorbildfunktion und die eigene Strahlkraft andere Leute zu sich zieht und anführen kann. Und das ist total spannend. Weil du bekommst dann auch noch das Wieder zugeliefert im Human Design, also auf welche Art und Weise ziehst du deine Kunden an, dein Team an, also wie arbeitest du mit deinem Team, was brauchst du, dass du zum Beispiel jemanden führen kannst, das ist auch niedergeschrieben mit, oder ja, mit in die Analyse rein. Und mal, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ich hatte gerade eine coole Idee noch, was ich reinbringen wollte, was mir aufgefallen ist. Das fällt dir bestimmt gleich wieder ein. Ja, Kindheit. Jeder von euch kennt diese Situation, dass vielleicht die Eltern oder die Mama ist vorsichtig, du bist ein total potentes Wesen wie die Pippi, willst auf Bäume klettern und dir sagt ständig jemand, mach das nicht, du könntest dich verletzen, mach das nicht, dann fällst du runter und du denkst dir, jetzt will ich es aber am liebsten erst recht machen, aber irgendwann hörst du auf deine Eltern, das ist der Moment, wo das verkümmert. Aber eigentlich ist es in dir angelegt. Genau. Ja, das sind so diese zwei Extreme auch, die häufig passieren dann durch die Kindheitsprägungen, dass man entweder in die Rebellion geht und viele gründen auch ihr Business dann aus einer Rebellion heraus, jetzt zeige ich es den anderen, oder eben in die Resignation geht, ich traue mich gar nichts mehr. Genau. Und da führt einen so ein Reading wirklich raus, weil man dann wirklich diese Potenziale wieder erkennt und sagt, stimmt, ach ja, das war ja so, genau, ja, ich fühle mich bestätigt in mir selbst, ne? Dass also diese Business ist am besten zu führen, wenn du dich sicher in dir selbst fühlst und aus dir selbst heraus agieren kannst. Und nicht, wenn du es aus einer Rebellion oder ich muss was beweisen
Ja, oder einen weg von, weg aus einem Job, der dir keinen Spaß macht und du machst es eigentlich nur aus dem Mangel heraus, weil du aus etwas rauskommen möchtest und gar nicht weißt, wohin. Ja. Also du fühlst dich nach dem Human Design Reading auch nochmal bestätigt in deiner Vision, in deiner Mission, auch in der Art und Weise, wie du Geld verdienst. Das fand ich auch total spannend. Also was du für ein Typ bist, bist du jemand, der sich ständig ganz selbstverständlich in der Fülle fühlt oder willst du das generieren? Also hast du Spaß dabei, etwas Kreatives zu schaffen und darüber Geld zu generieren oder hast du das Gefühl, das ist sowieso schon immer selbstverständlich da? Das kann man auch ablesen. Das ist eine Goldgrube und es gibt euch richtig Rückenwind, wenn ihr da eine Klarheit habt. Ja, also bei der Kundin heute war es zum Beispiel sehr stark dieser Lebensfreudebereich. Dass der Lebensgenuss und der Lebensfreudebereich, den sie sich nicht mehr getraut hat zu verkörpern, den sie aber eigentlich gerne weitergeben möchte, dass der wirklich in den einzelnen Bereichen immer wieder in verschiedenen Bereichen abzulesen war. Es ist ja auch bei den Gene Keys, die verknüpft sind mit dem Human Design, die ja aus den Daten des Human Designs heraus entstanden sind, da wird ja auch schön so eine Art, wie soll man sagen, Lebenswerk aufgebaut. Also wo siehst du dein Lebenswerk? Wo ist der Sinn dahinter? Und wo könnte deine Entwicklung hingehen? All das sieht man eben. Und was ist wichtig für deine Entwicklung? Was strahlst du aus? Was nehmen andere an dir wahr? Das sind alles die Daten aus der Astrologie und aus den Gene Keys und aus dem Human Design heraus. Ich kann euch ja noch ein bisschen was über mich erzählen, was ich so über mich erfahren habe. Es steht zum Beispiel in meinem Human Design auch geschrieben, dass ich total Spaß habe, an materiellen Werten zu erschaffen. Okay. Also materiell wirklich Geld zu verdienen. Und ich habe mich in der letzten Zeit immer, also ja, seitdem ich richtig gute, richtig große Umsätze mache, stellt man sich dann auch in Frage, das kommt unweigerlich, oh, mache ich das jetzt nur noch, weil es mir so Spaß macht, zu verkaufen, große, volle Programme zu haben, wegen der Menschen, oder mache ich es auch, weil mir das einfach was gibt? Also Geld zu haben, mit dem Geld was anzustellen, Geld wieder zu investieren, damit für die Erde etwas, einen Nutzen zu stiften, Sinn zu stiften, das steht da alles drin. Und ich habe es so bestätigt gefühlt. Dann noch was anderes. Ich habe total Spaß, das merkt ihr an großen Gruppen. Wenn ich Gruppen leite oder hier interaktiv mit Gruppen zu sein, das steht auch zum Beispiel in meinem Human Design drin. Und ich habe mich gefragt, ich begleite auch Einzelleute, aber nur handverlesen, weil ich merke, dass ich über Gruppencoaching viel mehr Energie bekomme. Mhm. Und vereinzelt habe ich auch meine VIPs, aber das richte ich mir dann so ein, dass ich das flauschig habe und ich suche mir die Leute aus, mit denen ich arbeite. Für diese Art von Coaching muss man sich bewerben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das kann ich doch nicht machen, das darf ich mir doch nicht erlauben. Nein, da steht's. Du, es steht wirklich in dem Reading drin. Oder du kannst es vom Chart ablesen. Mhm. Die Hand geht auf in Gruppen und ja, hier und da sollte ich einzeln mit Leuten arbeiten. Und das gab es schon immer, du kannst dich noch erinnern, Antje, wir hatten damals im Traumbusiness-Programm 2/3 Gruppe und dann gab es aber einzelne Stunden auch für die Teilnehmer in diesem Programm, Einzelsessions mit mir. Die Kombi war damals genau das Richtige, das habe ich intuitiv gewählt. Obwohl du da noch keine Ahnung von deinem Human Design Chart hattest. Mir ging es ähnlich mit meiner Programmentwicklung. Ich habe für mich jetzt vor, ja, vor noch nicht allzu langer Zeit, aber da hatte ich meine ganzen Chartdaten noch so nicht beisammen, angefangen ein 9-Monats-Programm, in die Gesundheit kommen, also die Gesundheit neu gebären, zu entwerfen. Und als krönender Abschluss hatte ich mir auf jeden Fall ein Retreat gewünscht, wo die Leute nochmal alle zusammenkommen, wo die Coaches und Trainer, die ich dazu geholt hätte, weil ich das nicht alleine machen möchte, dieses große Programm, auch zusammenkommen und wo wir noch mal uns alle persönlich kennenlernen und das nochmal zu einem guten Abschluss bringen. Und tata, ich bin besonders für Retreats geeignet, steht auch in meinem Chart tatsächlich geschrieben. Und jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis, in meinem Chart steht auch geschrieben, dass ich auch für Businesspartnerschaften besonders geeignet bin. Und hier sitze ich mit Andrea Rand zusammen. Ich freue mich dermaßen, das ist so irre, wie schnell manche Sachen Wirklichkeit werden. Und das haben wir beide in unserem Chart drin. Wir brauchen gar nicht nach den Leuten zu suchen, sondern sie kommen auf uns zu.
mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist auch was Wichtiges. Weißt du, wenn du da draußen gerade, und bei dir hirnt es jetzt wahrscheinlich, okay, was könnte ich sagen, was könnte für mich passend sein? Immer wenn du vor einer Entscheidung stehst, soll ich das Programm so strukturieren oder so? Wie baue ich mein Geschäftsmodell auf? Kleine Programme, große Programme, kleine Preise, viele Leute, große Preise, wenig Leute. Da können wir dir so schön unter die Arme greifen, wenn du das kreieren willst, einmal aus dir heraus. Dann nehmen wir das Chart dazu und sagen dir, ah, guck mal, da könntest du noch ein bisschen drehen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen besser für dich. Davon nimmst du ein bisschen weniger weg. Und zack, du hast so eine entspannte Haltung in Bezug auf dein Angebot, auf dein Programm. Du weißt, wo sind deine Stärken und Talente. Du hast daraus deine Positionierung kreiert. Du weißt genau, in welchem Business du richtig bist. Eine Frau hat bei uns die Session gebucht. Die hat verschiedene Businesses. Ich möchte jetzt gucken, wo stecke ich jetzt meine Energie rein? Wo macht es Sinn? Welches Geschäftsfeld soll ich mehr pushen, noch mehr reingehen? Was liegt mir da? Und vor allen Dingen, wie haushalte ich meine Energie? Ja. Die Frage kriege ich in jedem Energy Call bei uns. Was kann ich machen, dass ich meine Energie halte, dass ich meinen Fokus halte? Das sind lauter Dinge, die wir mit dir herausarbeiten können, auch aufgrund dieses Charts. Also hast du jetzt gerade Entscheidungen und strategische Schritte zu entscheiden für nächstes Jahr? Dann sprich mal mit uns. So sieht's aus. Mhm. Es ist ja auch wirklich so, dass jeder da seine Energie hat. Und das ist auch zum Beispiel vielleicht auch, um das nochmal rund zu machen, mit den Typen wieder verknüpft. Weil der manifestierende Generator und der Generator, die haben eher diese sogenannte Attraction-Energie, also die ziehen eher an, antworten ja auch, die ziehen also auch eher an. Und der Manifestor beispielsweise, der hat eher so eine sogenannte Repellent-Energy. Das heißt also, der sagt, hier komme ich mit meiner Innovation, die Welt interessiert mich überhaupt nicht, ich mache einfach. Also wenn man sich wie so einen Nebel vorstellt, der käme in den Partyraum rein, wow, da kommt er in den blauen Nebel und alle machen Platz, ne? Und wollen da aber auch vielleicht dran teilhaben und da mitmachen. Ne? Und so sind halt die Energien da auch verschieden eben aufgeteilt. So wie wir das gerade angesprochen haben. Und wie gesagt, der Reflektor, der hat dann eher so diese beobachtende Energie, der steht dann da und guckt genau, wie ist die Lage, hat dann einen super Überblick, spürt bei jedem. Also der ist auch in der Regel eher so für größere Bereiche, für quasi kollektive Dinge gut geeignet. Und wir haben im Team auch festgestellt, dass wir uns sehr schön ergänzen, die Juliane und ich. Juliane ist Projektor. Juliane, du darfst das sagen, ne? Ideal wie eine Spürnase und findet in der Buchhaltung etwas, wenn da irgendwas nicht stimmt, ne? Ist akribisch genau, durchleuchtet auch energetisch für unsere Kunden. Also sie ist ja nicht nur meine Backoffice-Managerin, meine Business-Managerin, sondern sie macht auch das Onboarding und die Kundenbetreuung für die Kunden. Und guckt, wo könnte da vielleicht was falsch verstanden werden. Also so die Projektoren sind richtige Spürnasen und decken alles auf, was vielleicht in Zukunft auch falsch laufen könnte. Also wirklich wie ein Controller. Ja, und, ja in einem Team, das ist auch sehr schön. Juliane ist bei dir ja im Team. Und in einem Team, da sind sie wirklich diese Leute, die dann eben Controller, Hebelwirkung, Optimierung, Verbesserungen und wirklich da sozusagen ein Booster oder ein Katalysator sind dafür, dass so ein Team miteinander besser spielt. Ne? Das ist sozusagen diese Trainerposition, die ich vorhin genannt habe, auf dem Spielfeld. Der sieht genau, oh Mann, bei dem ist der Schuh nicht, der passt dem nicht richtig, der braucht einen anderen Schuh. Und beim Übernächsten sieht er, dem schlackert das Shirt viel zu sehr um den Leib, der kann ja gar nicht sich richtig bewegen. Und der regelt das dann, der Projektor. Und für sich genommen ist er dann natürlich auch durchaus ein wunderbarer Begleiter, Mentor und Coach. Ja. Und ich begrüße es zum Beispiel, dass Juliane mir Verbesserungsvorschläge macht, wenn sie sieht, oh, hier bräuchten die Kunden noch ein bisschen mehr Betreuung oder das könnten wir noch vereinfachen, den Ablauf könnten wir einfacher gestalten. Das ist ein Traum für jede Chefin, für jede Teamleitung, wenn du solche Leute im Team hast, ne? Und auf der anderen Seite, dich jetzt zum Beispiel im Team zu haben als Co-Leitung, ist auch ein Traum, weil du genauso, du nimmst den Ball auf,
wenn ich einen ausspiele und du spielst ihn weiter. Also bei dir ist es genauso kreativ, Antje. Das ist eine andere Art. Mhm. Nur eine andere, ja, nochmal eine andere Art. Also ich habe das jetzt auch in den letzten Tagen so wahrgenommen. Ich habe eine Idee und du setzt noch was hinten dran. So, ja, lass uns das noch verfeinern. Oder da. Und das ist ein, also es ist ein Traum, wenn du weißt, wie du tickst und was du für Menschen um dich herum brauchst, wie die anderen Menschen ticken in deiner Mannschaft. Ja. Denn dann stellst du dich nicht mehr in Frage, wie sollte mein Führungsstil sein? Packe ich die vielleicht zu hart an? Oder bin ich immer wieder die Mami, die reinspringt und für sie die Arbeit macht? Das, den Fall hatten wir auch bei einer Kundin, die ein großes Team hat. Und sie hat sich zum Beispiel hier im Retreat erkannt anhand ihres Charts, dass sie so eine Retterrolle hat für ihre Mitarbeiter und es immer versucht, ihnen recht zu machen, statt sich an die erste Stelle zu stellen und zu sagen, hey, das ist hier mein Laden, ich sag hier, wo es lang geht. Du kannst ja gerne Wünsche haben, aber ob ich die erfülle, das ist immer noch meine Entscheidung. Ja. Und das war so erleichternd für sie. Das glaube ich, ja. Ja. Und da sind natürlich wirklich mehr Details auch, das ist dann das Schöne, da geht es dann ja ins Individuelle und ins Einzigartige und Sibylle sagt auch, love the gene keys und finde es wunderbar, dass ihr das kombiniert. Ja, auch die astrologischen Daten, die Häuser, diese Nuancen, wie der Kunde ticken könnte, ne? Das entspricht ja häufig aus den Häusern auch heraus, das sind so diese Lebensbereiche, gibt ja 12 Häuser im Astrochart und ja. Da kann man gucken, was für einen geeignet ist, woher kommt der Kunde, aus welchem Haus, aus welchem Bereich. Und auch da dann genau schauen, wenn jemand die und die Sternzeichenkombinationen in den und den Häusern hat, mit den und den Planeten wiederum verknüpft, dann hat das auch, und das ist, sieht man auch im Human Design Chart, sieht man auch schön diese Planeten, ne? Das spielt alles miteinander eine Rolle. Das sind dann diese kleinen, feinen Nuancen, die dich dann einzigartig machen und wo du dann nochmal genauer sagen kannst, okay, ich bin zwar manifestierender Generator, aber ich ticke schon auch aus der Jungfrau-Energie heraus. Das ist zum Beispiel bei mir so, ne? Ich bin vom Sternzeichen her Jungfrau, habe auch viele Planeten im Bereich Jungfrau stehen. Das heißt, auch ich bin, obwohl ich nicht Projektor bin, aber MGs haben ja auch ein bisschen Projektor-Energie, bin jemand, der Prozesse optimiert, der gründlich ist, so wie ein Generator eigentlich auch. Bin ja auch dieser Zwitter, manifestierender Generator. Und der dann auch nochmal guckt, wie er Systeme dann eventuell optimieren kann und verbessern kann. Das sind auch so einzelne Nuancen aus diesen astrologischen Daten, die dann da wiederum den einen manifestierenden Generator wieder von dem anderen manifestierenden Generator in seiner Einzigartigkeit unterscheiden. Und das gilt es auch eben herauszuarbeiten, weil das ist das, was dich auch einzigartig im Business macht. Ja, ja. Ich muss zum Beispiel die Dinge immer fertig bringen, was manifestierende Generatoren generell nicht so haben. Ja, vielleicht Generatoranteil so. Ne? Ja. Ja, und meine Kunden hassen mich manchmal dafür, weil ich so lange dranbleibe, bis das Ding sitzt, bis auch die Aufgabe gemacht ist, bis zum Call, dass wir uns wieder was anschauen können. Also Hausies, die geliebten Hausies, die sie machen dürfen bis zum nächsten Mal. Und ich frage dann gnadenlos jede Woche, wie weit bist du damit? Und wenn jemand diese Veranlagung hat, die Dinge zu Ende zu bringen, dann versteht er nicht, wieso sich Menschen Geschichten erzählen, dass das jetzt nicht möglich war. Und das Schöne ist an meiner Funktion als Mentor und Coach, dass ich diese Dinge energetisch auflösen kann, wo sich Menschen Geschichten erzählen. Und man sieht auch im Chart, ist das jetzt gerade eine Geschichte, ist das eine Konditionierung? Ja. Oder ist es wirklich so, dass man da Schwierigkeiten hat? Und wenn ich das aufgreifen kann, dann kann ich auch verschieden facilitieren und mit jedem anders umgehen, weil ich direkt auf ihn eingehe, was er braucht. Ja, das ist das, was ich vorhin auch in den Zentren ansprach, dass man alles ja gesund oder ungesund leben kann. Und das führe ich auch in den Readings auf, damit man eben erkennen kann, jeder für sich und auch du in deiner Coaching-Position für die Kunden, okay, wo können wir an dem Schräubchen da noch drehen, dass jemand aus einer ungesunden Umgehensweise mit den Herausforderungen in eine gesunde Art und Weise damit des Umgangs rutschen kann. Da gibt es dann wirklich auch detaillierte Auskunft aufgrund dieser Zentren dann zum Beispiel. Ne? Und Ute wollte auch wissen, ob es da Mischtypen gibt.
Das war wohl deine Frage, auf die ich vielleicht schon halb beantwortet habe, aber ich kann da auch noch ein Beispiel zu nennen. Es ist so, dass wir im Human Design diese Tore haben und dahinter ist immer ein Punkt und dann kommt noch eine Ziffer, wer schon mal sowas gesehen hat. Also es ist zum Beispiel, steht dann da 54.1 und es gibt dann diese Punkt 1 bis 6. Das sind die sogenannten Linien. Und es ist zum Beispiel eine Linie, die ist so der Kreateur, der Spieler, der Abenteurer. Das ist die Linie 3. Aber es kann auch sein, dass du gar nicht so viel Linie 3 in deinem Chart hast, aber du bist vom Sternzeichen Herr Löwe oder vom Aszendenten Herr Löwe, dann strahlst du auch da ein gewisses Let's Play auf der Bühne aus und das kann sich ähnlich anfühlen wie die Linie 3 in deinem Chart beispielsweise. Also da gibt es wirklich Nuancen und Abstufungen, die man sich genau anschauen darf. Mega, ist das spannend. Ja. Das macht Spaß, ja. Merkt ihr das? Wir sind so richtig on fire. Jetzt stellt mal noch ein paar Fragen. Kommt raus damit. Traut ja, euch. Genau. Das eine oder andere war vielleicht ja doch verwirrend, wie zum Beispiel die Gates oder die Linien und dann diese ganzen Zentren. Ja, genau, weil jetzt ist die Fachfrau hier öffentlich. Die bringe ich nicht so oft mit. Die können euch auch detailliert fragen. Keine Rücksicht auf die anderen nehmen, die jetzt noch nicht so viel darüber wissen. Ist alles gut? Ja, klar. Es darf alles sein. Und während ihr hier schreibt, sage ich euch gleich mal, was wir für ein schönes Angebot für euch haben. Einige von euch haben es schon gebucht, einige wissen es schon. Also wir haben vor, dass wir ein Special bis zum Jahresende anbieten, also buchbar bis zum Jahresende für einen besonderen Preis. Und zwar, dass wir uns 90 Minuten mit euch zusammensetzen. Aufgrund eures Charts, das die Antje erstellt, sie macht das Human Design Business ein Business Reading, also kein normales Reading deines Human Design Typs, sondern wirklich aufs Business bezogen. Ja. Wir gucken, wo sind deine Stärken? Wie positionierst du dich? Darf man nochmal am Branding schrauben? Bist du dir klar, mit welcher Zielgruppe du arbeitest? Was ist deine Mission? Fragen wie, brauchst du Team? Wenn ja, wie groß? Wie kann das ausschauen? In welche Bereiche solltest du investieren? Wie solltest du Marketing machen im neuen Jahr? Was ist deine Marketingsprache, ja? Genau, was ist deine Marketingsprache? Bist du eher der Podcast-Typ oder schreibst du lieber? Ist es die Kombination aus beiden? Und wir hangeln uns nicht nur am Human Design entlang, sondern ich bringe jetzt meine Expertise mit rein. Was funktioniert im nächsten Jahr am besten im Marketing? Da gibt es ganz neue Trends, in denen ich mich jetzt gerade schule, forsche, entwickle und mich selber coachen lasse. Das kriegst du sonst nirgends, also nicht in der Kombination mit Human Design. Und wir wissen, was bist du für ein Persönlichkeitstyp und diese neuen Trends, wie kannst du die nutzen für dich? Ja, auch nicht mehr dieses, also das ist etwas, das habe ich jetzt in den letzten 14 Tagen für mich selbst herausgefunden, dieses, ich bin die Größte, die Schönste, die Beste Heilerin auf der Welt und ich bringe euch die Heilmagie bei. Das ist nicht mehr das Marketing, was funktioniert. Das wird dich selber auch annerven, wenn du immer das Gefühl hast, ja, jetzt spricht sie wieder direkt in die Kamera und jetzt wird gleich ihr Pitch kommen und sie will uns was verkaufen. Das ist das. Das ist das Marketing, was eben nicht mehr funktioniert ab nächsten Jahr. Das streue ich jetzt schon mal ein. Es geht viel charmanter. Es geht viel edler. Vor allen Dingen über die Resultate deiner Kunden. Das ist schon mal eins. Und wenn du noch keine Kunden hast, kann man das noch viel geschickter, dezent einstreuen lassen. Weil in dieser Zeit der ganz kurzen Filme, der Reels, der Shorts, der Instagram-Posts, die nur kurzweilig sein dürfen, damit sich bloß keiner langweilt durch das Überangebot, musst du aus der Masse herausstechen, aber auf eine elegante Art und Weise. Ja, und dann kann es leichter gehen, ne? Wenn man dann auch noch seine potenziellen Gaben und Fähigkeiten kennengelernt hat, seine Richtung kennt, weiß, was man will und mehr Sicherheit in sich hat. Und dann mit Begeisterung verkaufen lernt bei Andrea. Verkaufen ohne zu verkaufen. Mhm. Hat am Dienstag eine Frau gesagt, ich bin nur bei dir im Programm gelandet, weil du das so schön formuliert hast. Verkaufen ist jemanden zu einer Wahl hinzuführen, die er liebt. Und das hat nichts mehr mit Verkaufen zu tun, sondern du hilfst einfach nur jemanden, dass er eine Entscheidung, eine Wahl treffen kann. Egal, ob er bucht oder nicht. Er ist glücklich damit, wenn er aus diesem Gespräch rausgeht. Und das kann man bei uns lernen.
Vor allen Dingen, wie man das Gespräch vorbereitet, dass man dorthin kommt und der Mensch kommt zu dir ins Gespräch und weiß eigentlich schon, dass er mit dir arbeiten will. Er will nur noch wissen, wie. Wie sieht das aus? Zu welchem Preis? Was kann ich von dir bekommen? Aber entschieden hat er sich schon längst. Das heißt, verkaufen heißt nicht überreden oder überzeugen. Du hast ihn schon längst überzeugt. Und wie du dorthin kommst, das kann man bei uns lernen. So, also Angebot 90 Minuten mit uns. Antje macht das Reading. Ich gehe mit meinem energetischen Blick rein. Du bist auch Energetikerin. Erzähl nichts, du kannst es auch. Das ergänzen uns ja so schön. Ja, Antje ist von mir ausgebildet auch. Und ja, also musst ja in diesen 2 Jahren, die ich dich begleitet habe, auch was gelernt haben. Nö, überhaupt nichts, ne? Und das geht weit darüber hinaus, was Aura-Chirurgie angeht und Access Consciousness. Antje ist eine Granate. So. Und ich noch mit dem betriebswirtschaftlichen, mit dem strategischen Blick drauf, auch auf den, mit dem Blick auf die Märkte in Sachen Marktveränderung. Die Dinge werden immer teurer. Das hat einen Einfluss auf unser Mindset. Oh mein Gott, darf ich denn so viel investieren? Muss ich nicht mein Geld zusammenhalten? All das besprechen wir in dieser Session, wie du dich für nächstes Jahr aufstellst. Dass du zum Beispiel auch vielleicht kleinerpreisige Angebote machst, aber wie du die große Masse erreichst. Stell dir vor, du hast einen. Ja, es kommt total auf den Typ an. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meinem Coach, die hat gesagt, oh Andrea, deine Produkte sind doch schick. Du müsstest nur viel mehr Menschen erreichen. Man kennt dich noch zu wenig. Ja, stell dir mal vor. Und der andere Coach hat gesagt, du musst ja mindestens ein Produkt über 80.000 anbieten. Und ich was hat das mit mir zu tun? Also es gibt ja auch Coaches, die sehen dich und andere sehen dich nicht. Ne? Dann gibt es die Coaches, die empfehlen dir, du musst partout ein Buch schreiben und dann deinen Clickfunnel drauf lenken und zack und bum bum bum. Denn die Strategie funktioniert bei allen meinen Kunden seit 2 Jahren. Das langweilt den manifestierenden Generator. Das kannst du wohl laut sagen, ich schlafe fast ein, ja. Und dann gab es den Coach, mit dem ich gesprochen habe. Also ich bin gerade in der Auswahl, das wisst ihr. Oh, wir schauen mal, was bei dir gut funktioniert und woran du Spaß hast. Und dann bauen wir die Strategie rundherum. Und das passiert auch in unserer Session. Weil anders kann ich gar nicht arbeiten. Jeder Kunde bei uns, auch in der Masterclass oder wenn er mit mir am 1:1 arbeitet, ich hole das Potenzial aus ihnen raus, aus jedem Einzelnen. Wir gucken, woran hast du Spaß? Und dann stricken wir für dich die Ausrichtung für die nächsten 6 Monate. Länger will ich gar nicht planen, weil länger weiß ich gar nicht, was kommt. Du auch nicht. Ebenso. 6 Monate. Und auch nicht mehr, ist auch neu in der neuen Welt. Ne? Mhm. Also 6 Monate ist schon ambitioniert. Als meine Mädels hier gesagt haben, sie wollen im Juli einen Retreat, sage ich, echt, soll ich jetzt schon wissen, was ich im Juli mache? Das ist für mich schon so, es ist so weit weg. Ja. Und deshalb, also die nächsten Monate, 4, 5 Monate werden wir auf jeden Fall gucken, was machst du da, wenn du gerade alleine um dich herum drehst und rumdümpelst und einzelne hin und her schiebst, deine Entscheidungen immer mehr hinausschiebst, verlierst du unglaublich Energie. Du kannst Zeit. Zeit. Und wir haben ja nur im Business haben wir ja die Ressource Zeit, also überhaupt im menschlichen Dasein, aber im Business zählt es besonders die Ressource Zeit. Solange du noch nicht ausgebucht bist, hast du die. Wo investierst du die rein? Die Ressource Geld, wo investierst du das Geld rein und wie bringst du es ins Fließen, wie hältst du es? Die Ressource Energie. Und die Ressource Fähigkeiten. Und da in allen Bereichen wird auch in diesen Terminen darauf angesprochen. Ne? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gehst du mit deiner Energie um? Wo kreierst du am besten die Geldflüsse? Wo kreierst du deine oder wo findest du deine Potenziale und Gaben, dass du auch deine Skills, deine Business Skills und deine Fähigkeiten gut auswählen kannst? Und das sind alles ganz wichtige Elemente und ich kann da auch jetzt mal kurz den Werbeblock einblenden für Andrea. Ich bin ja, wie du sagtest, Kundin von dir gewesen und ich kann euch wirklich sagen, ein 1:1 quasi, was ihr dann mit uns beiden habt und wo Andrea einen Blick auf euer Business 1:1 wirft,
das, also Speed Manifestor kann man gar nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was da in einer Stunde mit Andrea passiert, da haben andere 3-Monats-Programme gebucht und nicht dasselbe Ergebnis. Kann ich ganz klar hier so sagen. Also ich habe es erlebt, dass von der Geschäftsidee über die Positionierung bis hin zum Programm alles in einer Stunde möglich war. Durch Channeling, ich beantworte gleich die Frage, Sibylle, durch Channeling, also ich channel die Inhalte mit dir, du sprichst deine Positionierung aus, ich kann dir sagen, passt oder passt nicht, muss man nochmal kurz rein, zack, du gehst raus, hast deinen Slogan und hast eine Programmstruktur schon, was du anbietest. Oder sogar ein Produktportfolio nach einer Stunde. So, und jetzt noch mit Human Design dauert es 90 Minuten für schlappe 1.500. 1.500 Euro bis zum Jahresende, das ist ein Sonderpreis. Stell dir vor, du weißt ganz klar, was deine Strategie ist für diese kleine Investition und hast einen ganz klaren Fahrplan, was du machst die nächsten Monate und deinen Persönlichkeitstypen erkannt. Das ist eröffnend für die nächsten 2-3 Jahre, dass du nie wieder an dir zweifelst, ja, dem, was du gerade machst. Und ab nächstes Jahr im Januar wollen wir den Preis hochsetzen auf 2.000, weil es sogar noch viel mehr wert ist als das. Oh mein Gott! Jetzt ist es raus. Unser geniales Business-Programm. Also, ja, Sibylle, dein geniales Business 2023, ne? So heißt das Angebot, dein geniales Business, genau, und beinhaltet ein Business Reading und Strategie, ne? Die Strategie-Session. Natürlich an den Anfang des nächsten Jahres terminlich, noch frei buchbar, aber die verbindliche Buchung bis 31.12. ist zu diesem Special-Preis noch möglich. Genau. Die erste Woche ist schon voll, weil wir schon 3 Readings machen. In der 2. Januarwoche können die nächsten dazukommen. Weil Antje muss ja auch das Reading erstellen, sich einlesen, hat eigentlich Urlaub. Das wupp ich noch dazwischen, aber es ist tatsächlich so, dass das nicht in 5 Minuten gemacht ist. Das ist schon ein Aufwand, weil eure ganzen persönlichen Daten da einfließen. Genau. Die Claudia hatte noch eine Frage. Ich möchte mehr über den Generator wissen. Ich habe viel Expertenwissen, hätte aber gerne mehr Leichtigkeit damit. Da kann ich gleich einen schönen Satz dazu sagen. Die manifestierenden Generatoren zu den Generatoren. Ich hatte das ja schon gerade gesagt, die Manifestierenden sind eher so der Spielmacher oder der Kapitän der Mannschaft und die Generatoren haben ihre Position auf dem Spielfeld, die natürlich auch mal wechseln. Ne? Das ist klar, man kann sich ja auch trainieren in eine andere Position hinein, vom Linksaußen auf den Rechtsaußen beispielsweise, um das mal im Fußballjargon zu sagen. Aber der Unterschied, den man auch noch nennen kann, ist, beim Generator darf es ruhig in die Gründlichkeit gehen. Der Generator ist ein Typ, der baut es auf Schritt für Schritt und baut ein gutes Fundament, wo ein Haus gut drauf stehen kann. Und da bedarf es ein bisschen Geduld und Ausdauer. Schlussendlich ist Business immer ein Marathon, aber da ist der Generator besonders gründlich und sagt dann, okay, Stockwerk für Stockwerk baue ich auf. Und dann ist das Haus auch stabiler gebaut eventuell als jetzt ein Projekt vom manifestierenden Generator. Der ist dann mehr in der Effizienz unterwegs, der manifestierende Generator. Also wenn du Generator bist und sagst, ich habe eine Expertise hervorragend, dann versuch wirklich da ein Alleinstellungsmerkmal für deine Expertise herauszuholen. Und sie hätte aber gerne mehr Leichtigkeit damit. Das ist, du kannst das erreichen, indem du dir immer wieder die Frage stellst, wie kann ich heute totale Leichtigkeit haben mit allem, was mir durch den Kopf geht? und die Dinge immer wieder loslassen, immer wieder anschubsen, dass du die Bälle, die du hast, die du kennst von dir, dein Wissen, wie kannst du das zirkulieren lassen? Also wie kannst du das in Bewegung bringen, statt immer wie in einer fetten Bibliothek zu sitzen. Ich stelle mir gerade jemand vor, der in so einem dicken Lehnsessel sitzt und sich immer mehr Wissen aneignet. Aber stell dir auch die Frage, wie kann ich es einbringen? Wie kann ich mit meinem Wissen der Erde beitragen, dass das in Bewegung kommt? Dann hast du Leichtigkeit damit. Ja, und auch wichtig, immer wieder sagen wir gerne, alles, was so im Kopf rumschwirrt, was der Harry so anschleppt an Logik, an Don't, an Do's und To-Do-Listen und das muss ich noch erledigen und diesen ganzen Funktionieren, das auch mal immer wieder mal runterfahren, die Barrieren runterfahren, den ganzen Brain-Fog mal runter
bringen auf die Erde, in die Erde hineinsinken lassen und einfach mal sagen, okay, ich lasse das jetzt mal alles los, bringe das nach unten, fahre meine Barrieren runter und hol mal Tiefluft und dehne mich aus und lass mal das, was da so kommen mag vom Universum, was ist hier noch möglich, wie kann es leicht gehen, wer könnte mir hier Beitrag sein, das mit einfließen zu lassen, einfach als Frage in den Raum zu stellen und mal schauen und darauf zu vertrauen, was dann als Antwort auch kommen mag. Aber erstmal die Barrieren runtersenken und auch alles hinwegräumen, was nicht zu dir gehört. Einfach sagen, ist das meins? Und wenn dein Körper sagt, nö, dann auf Wiedersehen. Genau. Und schauen, wenn ihr die Frage stellt, wartet nicht direkt auf eine Antwort, sondern beobachtet mal, wer sich zeigt und euch ein Beitrag sein möchte, vielleicht dieses Wissen auch unter die Leute zu bringen. Mhm. Wenn du selbst so viel Wissen hast, vielleicht brauchst du jemanden, der das mit anzapft und nutzbar macht. Auch vielleicht in einer Kooperation zum Beispiel. Jemand, der redegewandt ist, der quirlig ist, also einer von den anderen Typen, nicht der Generator, sondern vielleicht der, der den Ball wirft, weiß ich nicht. Der Manifesto ist vielleicht eine tolle Ergänzung, ja. Ja, dass du dich mit dem zusammentust und dann hast du vielleicht mehr Leichtigkeit. Ich hatte mal so einen Freund, einen Partner, bei dem hast du auf den Knopf gedrückt, hast ihm ein Thema gegeben, dann hat er eine halbe Stunde Vortrag gehalten. Dem musste ich immer sagen, geht's auch in 10 Minuten Kurzvortrag bitte, weil der hatte so viel Wissen. Und er hatte keine Leichtigkeit damit, weil er war wirklich zwanghaft, das ganze Wissen immer zu teilen. Aber das ist für einen Zuhörer zum Beispiel sehr schwierig gewesen. Ja, und das ist auch eine schöne Sache, die man auch in dem Reading erfahren kann, im Umgang damit, wie man einen gesunden Umgang eben pflegt und eine Leichtigkeit bekommt. Kleines Beispiel vielleicht noch. Kurz erwähnt, bei mir ist zum Beispiel das Herzzentrum ein offenes Zentrum. Und als mir das bewusst wurde, was dahinter steckt, wenn ich das gesund lebe, dann bedeutet das nämlich nicht das, wie ich es bis dahin gelebt habe, nämlich ungesund, dass ich dachte, ah, das muss ich doch schaffen und Willenskraft brauche ich nur und ich muss es den anderen beweisen. Und als ich das loslassen konnte, weil das gesunde, undefinierte Herz einfach sagt, nothing to prove, ich muss niemandem etwas beweisen. Genau. Und ich war viel entspannter in der Kreation meines Businesses. Ja. So kann es gehen. Ja, und du weißt, dass die Leute auf dich zukommen. Also ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen. Ich sehe dich in 3 Kooperationen und du lebst da drin voll auf. Mhm. Und das sind eher, die anderen sind eher die, die so zacker, zacker, zacker. Und Antje, ja komm, coole Idee, mache ich mit. Zack, zack und lebe darin voll auf. Und das ist, weil... Also ich habe das Herz definiert, meine ich. Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber ich glaube schon. Und das Sakral, also bei mir ist so gut wie alles da unten definiert und farbig ausgemalt. Deshalb ist mein Chart auch sehr komplex. Und ja, deshalb harmonieren wir da auch gut miteinander. Mhm. Das ist so cool. Kann man schön rausfinden. Ich finde auch, ich habe schon eine Idee für ein neues Projekt. Ne? Wie wäre es, wenn man sozusagen Kooperationen zusammenbringt oder Teams oder sowas, wo man sagt, ah, wie könnt ihr mit euren Charts, mit den Kanälen miteinander? Energize Your Creationship. Das Programm steht an. Im Frühjahr gibt es Beziehungsprogramm. Also jede Art von Creationship, egal ob mit Team, mit Partner, mit, also Liebespartner oder eben auch ein Business mit einem Partner aufzubauen. Na? Bist du dabei? Also das ist zum Beispiel etwas, die Leute haben immer gesagt, ey, du kannst doch nicht eine Idee haben und das sofort mit der ganzen Welt teilen, das musst du doch geheim erstmal ausbrüten. Ich habe doch keine Zeit, so lange zu warten. Ich habe eine Idee, die kommt unten aus meinem Sakral. Sakralchakra steigt hoch und zack, ich muss es sofort aussprechen und mit der Welt teilen. Seitdem ich weiß, dass ich so bin. Oh. Auch eine Entspannung, ne? Oh. Dann ist die Erlaubnis nämlich erteilt. Man erteilt sich dann selber die Erlaubnis. Und das bringt auch auf die Frage dieser Leichtigkeit hin, das bringt auch Leichtigkeit hinein. Dass man sich's erlaubt, so zu sein, wie man ist, dass man sich dann nicht mehr für falsch macht. Genau, für alles, Claudia. Claudia fragt, ob nur für online. Nein, natürlich auch fürs Offline-Business. Klar, da gibt es doch auch Teams. Und das Leben spielt auch offline statt. Findet es statt, auch in der Familie. Genau, es ist ja nur die Form, dass wir online arbeiten. Aber das wäre vielleicht auch ein Beitrag für dich, mal zu gucken, gerade wenn du Mitarbeiter im Betrieb hast. Ach so, Offline-Business im Vertrieb. Das heißt,
Oh, Vertrieb ist genial. Also wenn du noch wissen möchtest, wie kannst du mit verschiedenen Persönlichkeiten leichter arbeiten? Wie kannst du sie besser abholen, dass sie dein Produkt kaufen, wenn es im Vertrieb ist? Egal in welcher Form ihr Vertrieb macht, ob das Direktkontakt ist oder in Gruppen oder Präsentationen, wo mehrere drin sitzen, das funktioniert für jedes Business, wirklich für jedes. Und im Vertrieb ist noch mal ganz wichtig, dass du die Menschentypen lernst und weißt, wie die ticken, wie du die anpacken kannst, ohne sie überzeugen zu müssen, sondern, also was wir ganz vergessen haben, Antje, wir bringen ja hier immer die Magie mit rein. Und klar, es ist ein Human Design ist eine Kombination aus Astrologie, du musst mich jetzt ergänzen, Astrologie, es ist ein gechanneltes System, richtig? Und Richtig. was noch? Ja, und es ist also im Grunde genommen ein körperliches System. Also wie ich Auch, das ja. anbiete, ist es ein Embodycode-System. Deshalb nenne ich meine Readings ja auch Embodycode-Lesungen, Verkörperung. Dass das in dein System einfließt. Weil du die Zentren müsst ihr euch vorstellen wie die Chakren, ne? Und die sind im Körper ablesbar. Genau, und an der Aura, das Energiefeld wird betrachtet. Also wir freuen uns tierisch, wenn ihr uns schreibt. Holt euch bald einen Termin, weil wir haben nur begrenzte Plätze. Dadurch, dass es 1:1 ist und sehr zeitaufwendig. Also die 90 Minuten mit euch ist das Geringste, sondern Antje muss ja das Ganze auch vorbereiten. Wir besprechen uns auch vorab ein bisschen zu jeder Person. Deshalb hat das auch den Preis von 1.500. Aber also wenn ich mir den Preis überlege, das ist ein Träumchen, was du als Gegenwert bekommst, weil du praktisch hast du das nicht gesagt? Das erste ist es der Führerschein. Es ist im Grunde genommen, wenn man dann in das Programm geht, letztendlich, man kriegt im Grunde genommen mit dem Reading die theoretische Ausbildung, hätte ich gesagt. Den Man weiß dann schon mal Führerschein. über sich Bescheid und über die Marketing- und sonstigen Wege. Dann, wenn man dann ein Programm bei Andrea bucht, sei es eben die ganzen Kreationsprogramme, die Masterclass fürs Business oder eben diese Beziehungen, dann kommt man ins Üben, dann kommt man ins Umsetzen schon mal rein. Das ist so die Fahrstunde und dann schließt man mit dem Führerschein ab und dann wird es wohl noch nächstes Jahr auch bei Andrea, kann ich schon mal so leise darauf hinweisen, in Richtung Jahresprogramm gehen. Und das ist dann das begleitete Fahren. Luxuriöser geht es nicht mehr. Also ich habe heute, ja, wenn wir es jetzt schon angesprochen haben, mich hat heute eine Kundin gefragt, die heiß drauf ist. Die hat das auch mit initiiert, weil die Mädels sagen alle, ja und was passiert jetzt nach der Masterclass? Wir wollen doch weiter mit dir arbeiten. Und ich so, okay, ich denke mir ein Programm aus. Ich hab mich immer gesträubt, ein ganzes Jahresprogramm zu machen. Aber wenn ich so tolle Kunden habe, und Leute, ich habe tolle Kunden. Schaut euch die Antje an, so ein super sympathisches Wesen, was hier umsetzt und mit Begeisterung dabei ist. Aus einer Kundin wird eine Kooperationspartnerin und die ganzen Leute, die bei mir im Coaching sind, die sind mir alle so ans Herz gewachsen. Wir haben uns überlegt, dass wir ja ein Jahresprogramm anbieten und zwar ab März, April, also direkt, wenn die Masterclass durch ist, weil die Frauen weitergehen wollen. Und das wird eine Mischung aus Retreat. Also man kann nach La Palma kommen. Es gibt monatliche Treffen, live und online, unterschiedlich. Muss nicht auf La Palma sein. Es kann auch sein, dass ich mal nach Deutschland komme oder auch nach Nizza. Mal gucken. Also es kann auch das zweite Retreat noch woanders sein, nicht unbedingt auf der Insel. Und zwischendurch habt ihr täglich Kontakt zu mir. Das heißt, man kann mich ein ganzes Jahr, also die ganze Zeit ist die Rand-Standby an deiner Seite. Über eine Telegram-Gruppe kann man jede Frage stellen und du bekommst alles, was du für dein Business brauchst, auch nochmal technisch oder für Social Media oder für eine neue Strategie, weil in einem Jahr sich so viel verändert und da ist es cool, wenn du einen Coach an deiner Seite hast. Auf jeden Fall. Weil Ja? das wird immer schneller, die Welt, und man muss sich immer neu auf Veränderungen einstellen. Und da ist es wunderbar,
wenn man da Beitrag hat und sich auch Beitrag holt. Und die Zeit des Einzelkämpfertums ist für die meisten, glaube ich, vorbei. Also der Manifestor ist eher ein bisschen vielleicht derjenige, weil er ja so den Ball reinschmeißt, dass er auch mal im Einzelkämpfer-Modus ist und sich befindet in bestimmten Business-Phasen. Aber auch ein Manifestor holt sich natürlich Beitrag und Kraft von Mitstreitern auf jeden Fall. Genau. Und also ich werde dieses Jahr auch ein ganzes Jahr lang begleitet und ich finde es jetzt schon richtig cool, weil ich das Gefühl habe, ich muss mir nicht für jedes Thema einen neuen Coach suchen, sondern ich habe zum Beispiel eine Mastermind gefunden, wo alles abgedeckt wird, was ich brauche. Von der Technik über Social Media bis hin zu immer wieder strategischen neuen Stellschrauben. Und nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich mir den Luxus erlaube, dass ich jemand an meiner Seite habe, der immer dem Trend noch voraus ist. Also die Dinge im Marketing ganz anders macht als der Rest des Marktes. Und da lerne ich natürlich einen Haufen, richtig viel, was ich jetzt hier beim Jahresprogramm auch weitergebe. Genau. Wer profitiert davon? Deine Kunden. Exakt. Und darauf freue ich mich total. Ja. Und nein, das Gespräch muss jetzt nicht, also du musst nicht dieses Gespräch, diese Session bei uns buchen, um dann ins Jahresprogramm zu hüpfen. So ist es nicht gedacht, sondern du kriegst von dem Gespräch so viel raus, dass du merkst, das ist schon sein Geld wert. Mehr als das. Und dann kannst du ganz entspannt überlegen, ob du dann irgendwann dazukommen magst oder nicht. Weil es ist sowieso noch nicht in Form gegossen, es ist im Raum, die Energie baut sich gerade auf. Ich habe 3 Interessentinnen, die mitgehen und ich werde den Sack zumachen bei 6, 7 Leuten wahrscheinlich, weil das eine kleine, feine Gruppe wird. Antje, überlegt bloß nicht. Es wird richtig cool, richtig cool. Und mit Unterstützung meines Teams natürlich. Also für die technischen und Social-Media-Sachen haben wir dann die Teamleute, die 1:1 an deiner Seite sind. Also nicht in einer großen Gruppe, wo du vielleicht mal irgendwann in einer Woche drankommst mit deiner Frage, sondern direkt per Telegram. Das ist nochmal eine andere Nummer, jawohl. Mhm. Und deine Masterclasses gehen ja auch in eine neue Runde. Die werden ja auch weitergehen. Genau. Wunderbar. So, und jetzt sind wir fertig. Weihnachten steht vor der Tür, ihr Lieben. So schön. Die Wende ist vollbracht. Genau. Wir wenden das neue Jahr fürs neue Business. Ich mache jetzt ein schönes Feuerchen in meinem Ofen und werde noch ein bisschen Wintersonnenwende feiern. Und weiß auch nicht, ob ihr das feiert. Schreibt mal gerade rein, feiert ihr das oder feiert ihr eher Weihnachten? Also ich mag das schon ein bisschen andächtig heute begehen, weil das ist der kürzeste Tag im Jahr. Mhm. Das Licht kehrt zurück, ne? Genau. Und in den Rauhnachtszauber kann ja auch noch gehüpft werden. Fällt mir übrigens gerade auch noch so ein. Ja, Rauhnachtszauber. Der läuft ja auch noch. Oder eben stilles Weihnachten. Jeder, wie er mag, jedem seine Wahl. Wisst ihr, dass wir schon fast 50 Leute sind im Rauhnachtszauber? Ich finde es so cool. Im Moment buchen gerade die Letzten auf den letzten Drücker noch. Und es sind ja noch, bis Sonntag haben wir noch eine halbe Woche. Da tut sich noch was. Also ich glaube, genau. 60, 70 werden wir wahrscheinlich. Also wenn du noch jemanden mitbringen möchtest, sehr, sehr gerne, dann wird die Runde richtig schön groß und wir haben viel mehr Energien noch zur Verfügung, mit denen wir spielen können. Und weil so eine Gruppe lebt immer von den Menschen, die da drin sind. Und bunt gemischt ist super schön. Du kannst Heilmagie lernen, du kannst es weitergeben an andere. Heilmagie steht ja auch wieder, genau, läuft ja auch schon wunderbar. Ja. Ja, und wie viel Gesundheit ist hier noch möglich? Auch da biete ich Readings an für die Gesundheit. Auch mal nur einen kleinen Werbeblock hinten dran gehängt. Ja klar, Antje macht auch nur für das Thema Gesundheit Readings. Und da seid ihr auch herzlich eingeladen. Silvia sagt, das Licht war heute schon so sehr zu sehen und so intensiv wie niemals zuvor. Schön. Also ich denke, ich werde... Oh, heute habe ich schon wieder den Adventskalender nicht geschafft. Ich werde die Tage nochmal live kommen und euch ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Wahrscheinlich am Samstag, wenn dann alle schon im Auto sitzen oder bei der Familie sind. Mal gucken. Aber schon mal an dieser Stelle, falls wir uns nicht mehr sehen, habt ein schönes Fest, feiert schön mit euren Lieben. Und ich freue mich, wenn ihr in die Rauhnächte kommt und euch aufs nächste Jahr mit mir ausrichtet. Das wäre sehr, sehr schön. Unser ganzes Team ist dabei. Und freut sich auch auf euch. Jawohl. Jo.
Dann, Antje, das hat total Spaß gemacht, das machen wir jetzt öfter. Das macht einfach Spaß und bringt unheimlich Energie in den Raum. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und war euch ein Beitrag. Dass, ihr habt schon hier was mitnehmen können und lernen können für euch und mitnehmen können für euer Business. Und wer mehr wissen will, weiß jetzt, wohin er sich wenden kann. Genau. Ihr schreibt uns einfach, gell? Jupp. Bis dahin ein ganz entspanntes, wunderschönes Weihnachtsfest. Danke, Antje. Hab einen schönen Abend. Ciao.